Buenos dias, liebe Padelleros. Hier ist wieder euer Christian mit dem heutigen Padello-Training. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den drei Tipps für eine bessere Rückhand. Ich kenne kaum einen Spieler, dem die Rückhand leichter fällt als die Vorhand. Liegt ganz einfach daran, dass die Vorhand natürlich am Ende der deutlich natürlichere Schlag ist. Bei der Rückhand arbeiten wir quasi ja gegen den Körper, also gegen die eigene Muskulatur, sage ich mal. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir den Schlag in den Griff bekommen. Wir kennen es vom Tennis ganz, ganz häufig, dass die Leute, wenn sie einhändig spielen, weil beim Padel spielt man die Rückhand in den allermeisten Fällen eben einhändig und nicht beidhändig, dass sie dann eben zum Slice gehen und nicht den Ball gerade oder Topspin spielen, weil sie eben auch beim Tennis die Rückhand normalerweise beidhändig spielen, wenn sie einhändig spielen, dann aber den Slice benutzen. Das ist genau das, was uns auch zu dem ersten Punkt führt. Und zwar, der Slice ist beim Padel nur mittelmäßig wirksam, sage ich mal. Wir haben ja häufig die Situation beim Einspielen vor allem, dass wir versuchen, okay, einen Slice so lang zu spielen, dass der Ball hinten an der Bande direkt runterfällt. Gut, alles schön und gut. Das Problem ist nur, das ist eine Situation, die gibt es im Match gar nicht. Denn wenn wir hinten eine Rückhand spielen, ist der Gegner meistens am Netz. Das heißt, der entschärft den Ball sowieso schon durch den Volley. Das heißt, der Slice bringt uns gar nicht so viel. Problem beim Slice, wir können tiefe Bälle nur sehr, sehr schwierig verteidigen. Denn wenn wir dem Ball noch Unterschnitt geben wollen, obwohl der Ball schon sehr, 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 sehr tief ist oder fast auf Bodenhöhe ist, dann kriegen wir den Ball gar nicht mehr hoch. Deshalb mein erster Tipp, versucht gut zu variieren zwischen Slice und geraden Schlägen. Topspin gibt es nicht, ist okay, aber wir wollen nicht jeden Ball Slice spielen, sondern wir müssen auch versuchen, dass wir den Ball mit einem geraden treffen und nicht alles nur mit einem Slice. Wenn wir hier unten sind, müssen wir auf eins aufpassen. Wir brauchen Stabilität hier im Arm. Das heißt, wir müssen definitiv seitlich stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen hier mit einem festen Handgelenk arbeiten. Das hier muss im Treffen muss das super fest sein. Wenn wir hier locker sind, dann rutscht uns der Schlag sowieso weg. Aber hier unten brauchen wir definitiv den geraden geführten Ball nach vorne und nicht den Slice. Weil mit dem Slice verlieren wir definitiv die Kontrolle. Zweiter Tipp, passt auf, dass ihr tief den Schlag vorbereitet. Es bringt euch nichts, wenn ihr eine Rückhand hier spielt und der Schläger bei der Vorbereitung hier oben ist. Ist normalerweise für den Slice ganz normal, weil wir vom Slice von oben kommen und nach unten gehen. Das hilft uns aber nicht, wenn wir einen flachen Ball verteidigen. Deshalb auch bei den tiefen Bällen nicht hier den Ball in den Schläger vorbereiten, sondern nehmt den Schläger schon runter. Nehmt den Schläger runter, dann müsst ihr den Ball nur nach vorne führen. Wenn ihr den Schläger hier habt, habt ihr einen ganz langen Schwung und verliert die Kontrolle. Wenn er hier ist, müsst ihr nur nach vorne führen. Und dritter und letzter Punkt geht auch wieder mit dem Punkt davor schon einher. Wenn wir hier unten sind und Stabilität haben wollen durch diese kurze Bewegung, nehmt den linken Arm mit. Vergesst nicht, den linken Arm als Ausgleichsbewegung ein bisschen mit nach hinten zu führen, denn so behaltet ihr die Balance im Körper. Wenn ihr den linken Arm, was weiß ich, am Körper behaltet, dann verliert ihr hier so ein bisschen die Balance und der Schlag rutscht euch schnell mal ab. Wenn ihr den linken Arm mitnehmt, sieht es erstens ein bisschen besser aus und zweitens habt ihr die Kontrolle. So viel zu diesen drei kleinen Verbesserungstipps für die Rückhand. Ich weiß, dass das einem oft sehr, sehr schwer fällt, vor allem diesen geraden Schlag einzuführen. Das ist eine sehr, sehr große Umstellung im Vergleich zum Slice, den eben viele vorher dann auch gespielt haben. Es lohnt sich aber. Ich würde da empfehlen, stellt euch mal einfach auf den Platz, an eine Scheibe und spielt mal wirklich einfach 50 Mal, 100 Mal genauso gegen die Bande. Dann entwickelt ihr da irgendwann ein Gefühl für und dann geht das auch. Und dann hilft es euch im Spiel sehr, sehr weiter. Denn wenn ihr die Variation habt zwischen dem Schlag und dem Slice, könnt ihr den Gegner eben auch wieder vor ganz andere Herausforderungen stellen. So viel zu den drei Tipps zur Verbesserung der Rückhand. Hier in dem Video seht ihr auch schon mal die Grundlagen zur Rückhand, die wir auch schon mal behandelt haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass die Rückhand ein sehr, sehr komplexes Thema sein kann, weil jeder die Rückhand so ein kleines bisschen anders spielt. Man kann die Rückhand auch beidhändig spielen. Auch das können wir gerne mal thematisieren, wenn ihr euch das wünschen würdet. Und genau, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hier bald wieder. Macht's gut!